Willkommen zurück bei Baden TV Aktuell. Bereits am Montag haben wir über das letzte Konzert des Luftwaffenmusikkorps 2 in Karlsruhe berichtet. Die Kapelle fällt dem Rotstift der Bundeswehrreform zum Opfer. 57 Jahre lang war sie in Karlsruhe stationiert. Nun werden die Musiker an andere Standorte versetzt. Anja Neurohr war heute bei der offiziellen Zeremonie zur Verabschiedung des Luftwaffenmusikkorps 2 dabei. Schmerzhafter Tag. So ein Abschied fällt natürlich nie einfach. Ich persönlich musste schon mal ein bisschen so eine Träne verdrücken. Sehr trauriger Tag, ein trauriger Anlass. Mir wäre wirklich viel, viel lieber alle einfach nur hier geblieben. Es ist ein schwarzer Tag in dem Kalender des Luftwaffenmusikkorps 2 in Karlsruhe. Nach 57 Jahren, 7 Monaten und 19 Tagen ist heute der Tag der Verabschiedung gekommen. 4 Lieder gibt das Orchester noch zu seinem besten, schweren Herzens zum letzten Mal. Ja, es ist ein sehr bewegender Moment, es ist immer noch sehr traurig und ja, wir werden da noch eine Weile dran zu knabbern haben, aber es geht für uns alle weiter und irgendwann werden wir auch dann wieder die Perspektive sehen, aber jetzt gerade ist noch der Abschied, sitzt ja auch ziemlich tief. Fast 4 Jahre lang war Major Martin Wehn Leiter des Luftwaffenmusikkorps. Das war die schönste Dienstzeit, die ich je hatte, sagt er uns. In dieser Zeit schaut er auf zahlreiche Auftritte im In- und Ausland, Musikshows und Konzerte in der Region zurück. Dass all das ein Ende finden würde, wurde am 26. September 2011 bekannt. Blankes Entsetzen erstmal, aber dann kamen natürlich direkt die Fragen auf, was passiert jetzt, wie geht alles weiter, aber das ließ sich in dem Moment noch nicht beantworten. Es war erstmal nur die Aussage, wir werden aufgelöst und das muss man natürlich auch erstmal verarbeiten, aber nach und nach kam dann die ganze Entwicklung, wie es dann weitergeht und wann Schluss ist und ja, und jetzt ist definitiv Schluss. Einer der langjährigsten Mitglieder ist Jürgen Weber. Seit Dezember 1990 spielte er Tenorhorn und Posaune. Der Abschied fällt ihm sehr schwer. Ich habe diese Aufgabe hier als extrem sinnvoll erachtet. Mir hat es immer Spaß gemacht. Ich habe unheimlich viel erlebt in diesem Musikchor. Und mir persönlich tut es heute weh, dass dieses Orchester heute zugemacht wird. Manch einer beginnt jetzt eine Ausbildung, andere bleiben bei der Bundeswehr, wieder andere verabschieden sich in den Ruhestand. Das letzte Lied widmet das Karlsruher Luftwaffenmusikkorps 2 seinem Vaterland. Dann wird Abschied genommen, für immer. Eine Abi-Party im Karlsruher Schlossgarten ist am Dienstagnachmittag völlig aus dem Ruder gelaufen. 600 Jugendliche hatten sich dort versammelt, um auf die schriftlichen Abiturprüfungen anzustoßen. Ein paar Details aus dem langen Polizeibericht. Eine 16-Jährige wurde mit 1,6 Promille Alkohol aufgefunden. Eine Flaschensammlerin wurde durch einen unkontrollierten Flaschenwurf am Kopf verletzt. Mehrere Schüler zündeten ihre Schulhefte an. Die Polizei konnte gerade noch eine größere Schlägerei verhindern. Außerdem hatten sich Diebe unters Partyvolk gemischt, die abgelegte Rucksäcke durchsuchten. Den Polizisten wurde das Treiben irgendwann zu bunt. Sie lösten das Saufgelage auf und ließen den Park räumen. Flaschen und Müll auf einem Areal so groß wie ein Fußballfeld ließen die Feiernden einfach im Schlossgarten zurück. Wir kommen zum Sport. Der bisherige Trainer des KSC 2, Joe Zinnbauer, folgt dem Ruf von Ex-KSC-Manager Oliver Kreuzer und wechselt in der kommenden Saison zum Hamburger SV. Dort wird ihn Kreuzer zum Trainer der zweiten Mannschaft machen. Gerüchte über diesen Wechsel gab es schon lange. Heute bestätigte ihn der KSC. Und er präsentierte auch gleich einen Nachfolger für Zinnbauer. Stefan Sartori wird die Oberligamannschaft übernehmen. Er ist seit dieser Saison beim KSC angestellt und betreut momentan noch die U19. Heute Abend steht für die Rhein-Neckar-Löwen das Heimspiel gegen die TuS N Lübbecke auf dem Programm. Wie die Partie ausgegangen ist, das erfahren Sie später am Abend unter www.baden-tv.com. Schon vor dem Spiel war aber eines klar, es geht wieder ordentlich zur Sache in der SAP Arena. Wer nämlich ein guter Handballer sein will, der darf den schmerzhaften Kontakt mit dem Gegenspieler nicht scheuen. Meine Kollegin Anja Rösler beschäftigt sich im folgenden Beitrag mit Händen, Herzen und Hirnen der Rhein-Neckar-Löwen. Ja, ja, die Handballer und ihre Macken. Wer kennt das nicht? Damit sind nicht Charaktereigenschaften gemeint, sondern blaue Flecken, Prellungen und all die Dinge, um die Handballer nicht herumkommen. Aber wer muss denn nun am meisten einstecken?
die Beate Mirchole kämpft eigentlich, die vom, wann er in die Halle reinkommt, er kämpft bis rauskommt. Ja. Und dann eigentlich er ist die, wer meiste Schläge kriegt, eigentlich im Spiel. Ja. Und er spielt auch keine Abwehr und für ihn ist es auch vielleicht schwer, dass er kann das nicht zurückgeben kann. So, ja. Ein blöder Job, ja. So ist das wohl als Kreisläufer. Immer in der Kontaktzone. Räume schaffen für die Mitspieler. Und wenn es dann zum sogenannten freien Wurf kommt, gibt es trotzdem eine mit. Ganz im Gegensatz zum Mittelmann, dem Denker und Lenker. Ja, ich würde auch gern anders spielen können, also ein bisschen mehr mit Gehirn und Finesse und vielleicht ein bisschen so wie Andi, ja, ein bisschen mehr mit Gedanken dahinter, statt einfach mit voller Wucht. Ein Schweizer, der die Fäden in der Hand hält, die Taktik für den Angriff festlegt, immer wieder das Auge für den freien Mitspieler hat und zu guter Letzt auch noch Torgefahr ausstrahlt. Doch der zeigt sich nicht minder begeistert von dem Mann mit der robusten Spielweise. Das ist Kim Ekdal. Ich denke, wie der durch die Lücken geht, da wäre jeder andere 10-mal verletzt. Von dem her hat er irgendwas Spezielles an seinem Körper, dass er das machen kann. Ja, also das, was Andi gesagt hat, stimmt ja ziemlich, ziemlich gut. Also ich mag einfach so voll reinzugehen und ja, ein bisschen mit Kraft. Kraftvoll, dynamisch und immer genau dahin gehen, wo es wehtut, wovor andere vielleicht zurückschrecken. Das ist das, was die Spielweise des Schweden besonders wertvoll macht. Ich habe viel Kraft, Andi hat viel Gehirn und naja, ich wünschte, ich hätte ein bisschen mehr Gehirn, aber jetzt ist es wohl so. Naja, festhalten lässt sich auf jeden Fall, ob kraftvoll, spielintelligent oder ideenreich. Handball ist kein Sport für Weicheier. Vielleicht haben Sie auch schon die Winterjacke und den Schneeschieber eingemottet und die T-Shirts ausgepackt. In der letzten Woche durften wir uns von den ersten wärmenden Sonnenstrahlen ja verwöhnen lassen. Heute, am letzten offiziellen Wintertag, hat sich meine Kollegin Sonja Decker schon mal an die Fersen des Frühlings geheftet. Frühlingszeit ist für viele auch Gartenzeit. Und weil der Winter und der März in diesem Jahr so mild waren, haben sich fleißige Gartenzwerge in der Region schon in die Gartenarbeit gestürzt. Haben Sie denn schon was in Ihrem Garten gepflanzt? Ja, also unser Garten ist schon etwas bunt. Man muss sich ja ein bisschen danach richten. Wir sind ja dieses Jahr recht früh dran. Bis jetzt nicht. Ich warte ab bis Mai, bis die Eisheiligen vorbei sind. Aber ich bin hier auf der Suche nach Küchenkräutern und sehe, dass es auch schon was gibt. Und da werde ich was mitnehmen. Wir liegen viel im Garten und machen die Beete in Ordnung und schneiden Sträucher, was alles dazu gehört im Frühjahr. Ob im Garten, im Freibad oder in der Stadt, bei Temperaturen jenseits der 20-Grad-Marke zieht es viele Menschen nach draußen. Die Besitzer von Biergärten, Cafés und Eisdielen können sich die Hände reiben. Eis zum Abkühlen schon im März, auch für die Eisverkäufer ein eher seltenes Gefühl. Das genießen sie umso mehr. Bei uns ist also zum Beispiel Fruchteis läuft sehr, sehr gut. Unsere Mango und Cassis sind sehr, sehr beliebt bei uns, weil wir haben einen sehr hohen Fruchtanteil drin. Den kurzen Winter haben die Eisdielenbesitzer genutzt, um kreativ zu werden. Wer die Abwechslung mag, kann sich auf viele ausgefallene und neue Geschmäcker freuen. Sonst haben wir auch ganz besonderes, so außergewöhnliche Eissorten wie Schokolade Chili oder Zitrone Basilikum, Mango mit Ingwer haben wir auch gemacht oder zum Beispiel Milchreis mit Kardamom haben wir und noch mehr und dann Florisel, also salzige Karamell. Doch egal ob Eis oder Schlossgarten, nach draußen zieht es die meisten Menschen. Wir sitzen viel auf dem Balkon oder gehen in den Schlossgarten spazieren, gucken uns die schönen Frühlingsblumen an und erfreuen uns und freuen uns vor allen Dingen auf den Sommer. Morgens um 6 gehe ich schwimmen und abends gehe ich laufen. Ja, Sie sehen ja, ich mache einen Stadtbummel. Ob Sie nun Ihren Garten pflegen, einen Spaziergang machen oder sich ein Eis gönnen, Zeit draußen verbringen lohnt sich in den nächsten Tagen auf jeden Fall. Viel Sonne und Temperaturen jenseits der 20-Grad-Grenze warten auf Sie. Und die genauen Wetteraussichten gibt's jetzt. Danach eine neue Folge von Eisinger trifft Buschmann, unserem Kinomagazin. Wir sehen uns. Tschüss.